Letzte Chance, verpassen Sie nicht das unglaubliche Angebot zu Zhong Li. Zum Preis von einem vollen 5-Star-Character. Nichts hat sich an den Preisen geändert. Es ist trotzdem die letzte Chance. Warum erwähne ich das Ganze? Weil es einen Buff gibt. Und das gucken wir uns an. Buh! Ja, Leute, ich habe Kaffee getrunken. Auch wenn ich so müde aussehe. Ich bin gerade aufgestanden, Kaffee getrunken. Und ich dachte mir, ich mache ein Video. Es gibt einen Buff zu Zhong Li. Und nicht nur zu ihm. Sondern Geo-Charaktere allgemein werden ein klein bisschen gebufft. Beziehungsweise Noel. Aber dazu kommen wir. Gleich. Für wen ist das Video interessant? Natürlich für jeden. Es gehört zur Bildung. Nein, für diejenigen unter euch, die Zhong Li haben und ihn nur so kennenlernen durften, der einfach auf der Reservebank sitzt und sich denkt, Action da hinten, naja gut, ich joine vielleicht später. Und später ist in Patch 1.3. Denn die Macher haben sich Zhong Li an die Brust genommen und dachten sich, der kriegt seinen wohlverdienten Buff. Finde ich Zhong Li aktuell zu schwach? Nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Für einen 5-Star wirkt er vielleicht nicht so krass overpowered, dazu hatte ich ein Video gemacht. Aber umso besser, wenn er einfach nur stärker wird. Wie wird er stärker? Gucken wir uns mal an. Das ist ein schöner Post vom 19. Dezember, also von gestern. Und da heißt es, dass sie sich entschuldigen für ihre Tardiness. Tardiness in dem Sinne für die verzögerte Rückmeldung. Sie haben sich Feedback angeguckt und passen Zhong Li an. Und wie das Ganze aussehen soll, sehen wir hier unten. Ersten. Es gibt eine Anpassung bezüglich seiner passiven Fähigkeit, also seines passiven Talentes, Dominance of Earth. Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite, sehen wir nicht, wir sehen nicht vorher, nachher, sondern wir sehen nachher, vorher. Auf jeden Fall auf der linken Seite sehen wir einen höheren Schaden, deutlich höheren Schaden, wirklich deutlich höheren Schaden. Ich sehe da Nummern 600, 900, 500, 1200, auf der rechten Seite läppische 100, 100, 200, 300. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Also sein Auto-Attack wird gebufft. Das wurde sehr, sehr stark kritisiert, weil verhältnismäßig zu Zhang Ling, dem einzigen anderen Speercharakter, hat er wirklich sehr wenig Damage. Cool. Seine Elementarfähigkeit wurde gebufft. Die wurde gebufft. Und zwar deutlich. Auf der rechten Seite sehen wir den Schaden initiell 200 und der Impuls 400. Initieller Schaden 600 und Impuls 922. Das ist deutlich, deutlich mehr und ich finde, es kann sich sehen lassen. Ansonsten allerdings wurde seine Elementarfähigkeit meiner Meinung nach nochmal signifikanter geboostet. Und zwar betrifft es Zhong Lis Hauptrolle. Am Anfang war das ja so ein bisschen, warum ist er überhaupt kein Hardcore-DPS-Charakter wie Diluc? Er ist dafür da, um zu beschützen. Und diese Rolle hat er auch super bewiesen in der Story. Er hat einfach, wo zum Henker war Zhong Li eigentlich bei der ganzen Action? Auf jeden Fall ist er der Beschützer und er kreiert ein Schild und der Schild ist eigentlich so auch schon ganz gut. Nur gab es allerdings eine kleine, ja, Playstyle-abhängige Sache. Wenn man eh nur angetippt hat, kam ja seine Säule, das sah so weird aus, aber auf jeden Fall kam seine Säule und die ist gut, die will man auf dem Feld haben. Hat man allerdings eh gedrückt gehalten, sehen wir auf der rechten Seite, bumm, kam einfach sein Schild. Hat man noch einen Stack, wie zum Beispiel in Konstellation 1, weil dann kann man ja zwei Säulen gleichzeitig auf dem Feld haben, hat das jetzt ganz nicht viel gebracht, sondern hat einfach nur sein Schild gemacht. Hat man aber noch einen weiteren E sozusagen in Reserve gehabt, beziehungsweise hat man das jetzt noch in Zukunft, erscheint eine weitere Säule und das ist sehr, sehr gut, weil für seine Rolle aktuell ist es ja so, er kommt aufs Feld, macht sein Schild, wenn ihr ihn absolut nur für Support halt nutzt. Und er möchte seine Spezialfähigkeit aufladen. Und natürlich ist in diesem Prozess die Säule sehr, sehr wichtig, essentiell. Und für seine Rolle reinkommen, Elementarfähigkeit aktivieren, rausgehen, ist ja auch cool, wenn danach noch nachhaltig seine Säule noch aktiv bleibt. Ansonsten darf Folgendes nicht untergehen. Schild. 250% von Geoschaden wird absorbiert. Das wurde geändert. Es wird dennoch auf seine HP gescaled, aber hat 150% Absorption gegen physischen Schaden, nicht Geoschaden. And Elemental Damage. An der Stelle ist aber auch zu erwähnen, dass die Säule an sich per se jetzt keinen Schaden verursacht, weil schon alleine die Schildkreation Schaden verursacht, sonst wäre es Doppeldamage. Ganz ehrlich, hätte jetzt nicht geschadet. Fände ich einfach ganz cool. Mehr Damage, umso besser. Ich habe ihn selber nicht, aber fände es cool halt für jeden, der ihn halt spielt. Ansonsten gab es noch einen weiteren Buff und ja, apropos Schutz, nicht wahr? Ist ein bisschen doof, wenn man gerade unterbrochen wird, während man gerade ein Schild casten möchte. Ich mache die ganze Zeit diese Bewegung, ich fühle mich so epic. Protection! Aber, wann immer er es versucht hat, kam ein Hillager mit einem Schild und hat ihm eine gegeben und dann ist Zhong Li weggeflogen und dachte sich, okay, ich versuche es nochmal mit dem Schild. Das ist jetzt nicht der Fall, wir sehen auf der linken Seite,
Er steht das durch, mit stolzer Brust voran. Und ihr habt trotzdem Schild. Cool. Die nächste Veränderung betrifft die Elementarresonanz für Geotypen. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ich bin nicht in-game. Haha, ich habe ja ein Video dazu gemacht. Ich suche das Video mal raus. Hier könnt ihr sehen, die Elementarresonanz, beständiges Gestein, erhöht den Unterbrechungswiderstand und erhöht den verursachten Schaden beim aktiven Schutz um 15%. Also wenn ihr zwei Geocharaktere im Team habt, was ändert sich da? Und unser Schild wird erstmal um 15% erhöht. Das ist aber nicht alles. Solange ein Schild aktiv ist, bekommen wir den Schadensbonus von 15%. Daran hat sich also nichts geändert. Allerdings, wenn wir einen Schaden austeilen unseren Gegnern gegenüber, wird deren Georesistenz um 20% für 15 Sekunden lang reduziert. Das bedeutet, wir machen deutlich mehr Damage mit Geoangriffen. Zweite Mechanik, die Geo allgemein betrifft und in dem Fall auch nochmal Noel, ist: Geoschilde werden nicht 250 Geoschaden absorbieren, also das stand auch oben nochmal, sondern sie werden 150 physischen Schaden und Elementschaden absorbieren. Das Ganze betrifft halt den Schild von Zhongli, Schild von Noel und Schilde, die wir einfach durch Kristallisation aufsammeln vom Typ Geo. Das finde ich super, super gut, weil das Ganze macht augenscheinlich erstmal Schilde relevanter. Abschließende Worte steht hier auch nochmal ausdrücklich, das alles, wie unter den Bildern auch nochmal, das sind alles Testversionen und das ist nicht das finale Produkt. Also Leute, packt Mihoi nicht gleich an den Pranger und sagt, aber es stand so oder so da. Es kann also heißen, dass das Ganze nochmal angepasst wird in Richtung schlechter, beziehungsweise auch in Richtung besser. Auf jeden Fall finde ich es super, 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 dass MiHoYo sich Gedanken macht und zuhört. Was ich aber auch noch super finde, ist, dass MiHoYo gar nicht eingeknickt ist. Sie haben jetzt aus Zhongli nicht einen absoluten Damage-Dealer gemacht, sondern sie haben wirklich den Support-Charakter, wie er eigentlich auch sein sollte, einfach nur verbessert, sodass man dann viel mehr Spaß damit haben kann. Und ich finde, sie haben einen guten Job gemacht, allgemein. Die Veränderung bezüglich der Geoschilde, das finde ich besonders gut. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr von den Patches haltet, beziehungsweise von dem Buff haltet. Ich persönlich bin eigentlich so schon zufrieden gewesen und ansonsten bin ich auch weiterhin zufrieden. Warum ich aber gesagt habe, es ist die letzte Chance. Nun, jetzt muss ich doch in-game gehen. Okay, wir sind in-game. Die letzte Chance. Upload-Tag haben wir noch 2 Tage die Möglichkeit, in den Banner zu pullen. Vielleicht seid ihr in einer Position wie ich und eure Pity ist recht hoch und ihr habt vorher überlegt, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht. Oder ihr wurdet beeinflusst von Medien, die gesagt haben, Zhongli ist einfach absoluter Müll, was einfach nicht stimmt. Und falls euch genau das davon abgehalten hat, ihn zu ziehen, falls ihr in dieser Position seid, ihr könnt das getrost machen. Ihr hättet es auch vorher getrost machen können, meiner Meinung nach, weil spielt die Charaktere, Himmelherrgott nochmal, die euch gefallen. Die Charaktere sind nicht absolut krass underpowered, auch nicht Amber. Ich mache selber Späßchen, aber es ist nur ein Meme. Die Charaktere funktionieren sehr wohl, sehr gut. Und ihr könnt euch ab 1.3, vielleicht ein bisschen später, auf jeden Fall freuen bezüglich eines Buffs. Wenn ihr allerdings in einer Position seid, wo ihr denkt, ich hätte ihn eigentlich super, super gerne, aber Geld, ja, in Bezug auf Geld, wir haben kein Geld, dann würde ich sagen, wartet einfach ab, bis eine andere Waifu kommt oder ein anderer Husband. Ihr werdet auf jeden Fall noch Möglichkeiten haben. Ihr könnt cashen, aber es ist gerade eine anstrengende Zeit da draußen. Ich hoffe, keiner ist davon betroffen, irgendwie seinen Job verloren zu haben. Nichtsdestotrotz, geht bitte verantwortungsvoll mit eurem Geld um und auf jeden Fall bleibt gesund. Ich werde ein albernes Video posten, vermutlich zu Weihnachten, um euch einfach zu unterhalten. Und wenn nicht, dann einfach nur, um Kommentare zu kriegen im Sinne von, hey, das ist voll cringe. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin bleibt gesund, Leute.